Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Runde Monstrum. Mit mir Felix. Ja, würde sagen, gehen wir gleich mal rein, wa? Schon mal vorhinein. Ich bin sehr schreckhaft, ja. Und sollte ich mich länger irgendwo verstecken und nichts passiert, werde ich das einfach dann rauscutten. Also ich werde daraus wahrscheinlich ein Cutted-Gameplay machen. Weil normalerweise dauert bei mir eine Runde zwischen 45 und 3 Stunden, also 45 Minuten und 3 Stunden, ne? Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wer Monstrum nicht kennt, man ist alleine auf einem Schiff mit irgendeinem von drei Monstern. Es gibt den Fetten, das Alien und den Geist, keine Ahnung, wie die wirklich heißen, aber so nenne ich die. Und jeder hat seine eigenen Vor- und Nachteile, sag ich mal. Und da geht es auch schon los. Oh, schöner. Die Steuerung, wo geht die Steuerung? Schon auf dem Klo erstmal starten, aber die Mausempfindlichkeit, boah, ist die hoch. Ah, ja, ist okay. Crouchen geht so, alles klar. Genau. Ja, und letztendlich muss man halt versuchen, von dem Schiff zu entkommen. Oh, ein Gegenlicht. Das ist schon wieder gemein, weil jetzt weiß man nicht genau. Das Flackern bedeutet nämlich, der Geist ist in der Nähe. Aber da kann man ja gucken. Ne, Taschenlampe flackert nicht. Das heißt, es ist nicht der Geist, sondern es ist ein ganz normales Flackern, weil die Lampe einfach scheiße ist. Nehmen wir mal mit. Alter, da war die Kamera. Die Kamera gibt ein nervtötendes Signal ab, wenn nur der Spieler lustigerweise davor steht. Glas brauche ich nicht, Glücklicht nehme ich einfach mal mit. Habe ich noch nicht den Sinn von. Ist nix. Ja, gut. Aber ja, man muss halt Sachen finden, um halt die drei Ausgänge zu öffnen. Das sind, glaube ich, drei. Helikopter, Schlauchboot und U-Boot. Ach, und man kann auch noch ein Telefon verwenden irgendwie, aber das habe ich noch nie geschafft bisher. Die sind natürlich alle kaputt und man muss immer die Teile finden, um die zu reparieren. Aber guck dir einfach die anderen Folgen an, die ich rausgehauen habe, dann. War das gerade ein Laufen? Also war es der Fette, der unterwegs war, oder? Das war die Kamera. Lichter flackern. RIP. Tschüss, Junge. Und rein. Da schon mal ein paar Spinde auf, in denen kann man sich verstecken. Monster können natürlich reingucken. Wer klärt das eigentlich? Ich habe da schon ein paar Folgen rausgehauen. Ich glaube, zwei waren es bisher. Ja, ich muss ja irgendwas sagen, um meine eigene Anspannung hier ein bisschen. Ja, haben wir den Heli. Heli. Tap, Dankeschön. Also das Vieh rennt jetzt garantiert im hinteren Abteil rum. Ja, wie gesagt, bei dem Geist sieht man die Lichter flackern, wenn er in der Nähe ist. Bei dem komischen Alien-Gedönse da, keine Ahnung, dieses durchsichtige Glibbervieh, sieht man so Schleimpusteln an der Wand. Und beim Fetten hört man halt trampeln. Vielleicht will der Glipper sich ja mit den Dingern hier paaren, wenn man die anmacht. Keine Ahnung. Im Zweck müssen wir ja die Lichter haben. Nehmen wir das hier. Ich hätte gerne mal Dankeschön. Kann man die abschließen? Ne, natürlich nicht. Na gut, cool, nehmen wir doch mal was anderes in die Hand. Haben wir hier was am Knicklicht? Nehmen wir mal mit. Warum auch nicht? Anfang war übrigens eine Sicherung, die wir da. Oh, neue Taschenlampe, okay, müssen wir uns merken. Weil es meinen hier irgendwie mal alle geht. Spind machen wir schon mal auf. Dann können wir uns da gleich verstecken. Und Tür das ab. Boah. Auf. Ah, hier war die Tür. Hier muss man nur was reinwerfen, was Krach macht, und dann macht das Monster die Tür auf.
Sachen geklickt. Ist so ein Copy-Paste-Raum? Das Buch möchte ich mitnehmen, weil es sieht so special aus. Wirklich ein Copy-Paste-Raum. Nee, da war nix. Ich dachte gerade, ich habe was laufen. Da hat sich gerade was durch die Leitungen bewegt. Schätz mal, ist das Alien-Gesicht. Ich hasse das Alien. Der kommt nämlich durch die Lüftungsschächte. Oder durch Blubberpusting. An der Wand. Was soll ich noch dazu sagen? Oh, hier schon mal ein Tank. Sehr gut. Brauchen wir für einen Heli? Nein, mal, lass offen, Junge. Meine Güte. Die Uhr, perfekt, die macht Krach. Alter, hör auf zu atmen, Junge, was ist denn? Also, nicht aufhören zu atmen, aber auf so laut zu atmen. Was ist denn los? Hat er Asthma? Da stampfen gerade. Oh! Nein! Tschüss, Knicklichter. Das brauchen wir für Schlauchboot. Hier haben wir jetzt das hier schon mal für. Ich gehe da immer rein, bevor ich es erkläre. Also, wir haben jetzt hier das hier für Schlauchboot. Kann man die Löcher flicken. Und Treibstoff hier für. Den Heli. Der hat gerade irgendwas schmatzen hören. Da hört man's. Mal heller machen, vielleicht für YouTube. Moment. Mal kurz gucken, wie es auf der Aufnahme aussieht. Ja, doch schon ziemlich dunkel. Machen wir mal kurz ein bisschen heller. Grafik. Wo haben wir es denn? Gamma. Haben wir so. Ja, es ist ein bisschen zu hell. Moment, dann machen wir wieder zurück. Das ist ja ein dunkles Spiel. Ja, aber nur ein bisschen. Ja, machen wir mal. So. Ist der Fette. Es gefällt mir nicht. Moment, Moment. Ich weiß, es ist gerade spannend. Aber wieder in die Mitte. So, schön auf 50. Ja. Okay, der Fette ist ganz in der Nähe. Aber ich habe noch nie geschafft, gegen den Fetten zu entkommen. Oh Mann. Okay, das Ganze in der Nähe. Er entfernt sich wieder, glaube ich. Ich habe jetzt über uns verbunden. Wollen wir mal nach. Treppenhaus, er ist durchs Treppenhaus gelaufen. Wo ist jetzt der Raum, den man kaputt machen kann? Hier waren wir. Ah, hier ist der Raum, ne? Nein! Nein, 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 nein! Nimm ihn! Nimm es! Jetzt. Der will nicht. Mach kaputt, Junge! Ist eine Glasscheibe davor? Ich muss hier für die Sicherung einsetzen. Oh, scheiße. Dann nehme ich das schnell wieder mit. Komm mit. War keine gute Idee. Ich will nämlich gerade Stapfen hören, dafür bin ich schnell weggegangen. Eieiei, jetzt haben wir halt ein Problem, ne? Vor allem, es bringt uns ja nicht mal was.
Ja. Hi. Ah, da war er gerade. Ja. Nein, nein. Oh, danke schön. Oh, der Fett ist vorbeigestopft. Okay, er hat keinen Bock auf Uhren. Sehr gut. Boah, wäre das mies, wenn man mehrere Monster hätte einfach. Das laut. Er sitzt genau hier in der Wand. Er ist über uns, oder? Bisschen weiter entfernt ist er. Kommt, no risk, no fun. That's my motto. Gucken wir mal, ist da irgendwas Besonderes drin, was wir wirklich brauchen können? Ja, auf alle. Ist das ein Rucksack? Nee, oder? Nee, da ist nichts wirklich Wichtiges drin. Das wäre nur Verschwendung von einer Sicherung. Das hier übrigens die Sicherung. Er steht auch dran, aber ich hab das trotzdem noch gerne. Ja, wo ist er jetzt hin, ist die Frage, ne? Wir können ja erstmal zurück zum Heli und da schon mal die Sachen droppen. Für den Heli. Waren wir so tief runtergegangen? Ja, ich schleiche übrigens die ganze Zeit. Ich bin ein kleiner Schleicher. Können wir einfach schon mal Benzin. Ne, was ist denn das? Gasolin? Ja, genau. Das gute Gasolin, das kennt man ja. Kann man hier schon mal droppen. Ja. Ei, nicht rennen, nicht rennen. Wir gehen da gleich wieder zurück. Da hinten ist so Maschinenraum, Lagerraum und so weiter. Ja, gehen wir nachher nochmal hin. Würden wir gerne aber nochmal den Wohnkomplex angucken. Weil der ist nämlich gerade hinten unterwegs. Also der kann sich teleportieren, dann ist er jetzt vielleicht irgendwo, keine Ahnung. Ach, schönes Meer hier, ne? Schön. Schönes Meer ist schön. Ganz leise jetzt, so ganz, ganz leise. Da oben müssen wir hin. Das ist nämlich der. Das Gute ist, die flackernden Lampen sind uns scheißegal, weil wir wissen ja inzwischen, wer unser Gegner ist. Es kann ja Gott sei Dank nur einer sein. Hoffe ich. War das hier? Können wir eigentlich sogar schon einsetzen. Oh, komm. Und links. So. Schön Klebeband drauf. So ist das schön. Hier brauchen wir noch. Dafür brauchen wir nichts, aber hier brauchen wir noch das Teil da. Und so eine Pumpmaschine, um das richtig aufzupumpen. Also eine Luftpumpe, nicht Pumpmaschine. Ja, ich bin ein bisschen unter Stress gerade, deswegen wird sich mein Commentary ein bisschen verändern. Zu dem, was ihr sonst gewohnt seid von mir. Ja. Hey, nochmal. Ah, damit können wir die. Ne, alles gut. Damit können wir die Kameras auch zukleben. Ist auch ganz gut. Machen wir mal zu. Der kann die übrigens aufbrechen. Ist dem scheißegal. Glas braucht keiner. Ah, nochmal. Tank. Sehr gut. Jetzt haben wir genau dasselbe Inventar wie vorher, aber okay. Jetzt mal einen Mülleimer. Hier können wir nochmal kurz gucken. Wir können es ja auch nicht verstecken, ne? Eine schöne Cola. Nächster Raum.
Ganz in der Nähe ist er, ganz in der Nähe. Weiß jetzt nicht, ist er hier oben oder ist er unten? Ich könnte natürlich jetzt auch voll in die Arme rennen. Oh, mein Auge juckt. Hier ist hier oben, glaube ich. Er ist über uns. Ich skippe jetzt absichtlich gerade eine Etage. Nicht wundern. Waren wir hier schon mal drin? Hier sind wir gestartet. Oh Gott, hier gibt es keine Versteckmöglichkeit. Der findet uns nie. Dafür können wir uns das Bett huschen. Die Notiz ist ja gar nicht mitgenommen. Unser Bett sieht man halt nichts, das Problem. Ich schau mal auf das, weil damit können wir ihn einmal ansprühen. Das mag der nämlich gar nicht. Der ist gerade da draußen unterwegs. Lass die Tür offen, damit ich was sehe, ne? Nicht nur er kann mich sehen, sondern ich kann ihn auch sehen. Piss dich jetzt, komm, geh weg. Oh, der trampelt aber ganz schön. Man sieht ja mal so einen roten Schein, bevor er kommt, weil da, wo er gerade hinguckt. Dann spurtet er aber. Ach komm, Dicky, geh doch mal weg jetzt hier. Ist die Treppe runter? Ne, die Treppe ist da. Es gibt zwei Treppen, glaube ich. Verpiss dich! Geh mal weg hier! Das ist meine Hut. Ich bin auf dem asiatischen Fischerkutter. Ich kann nur garantiert Kung Fu oder sowas. Mach ich fertig. Komm her. Komm. Ich hab mein Nunchaku-Fischstäbchen dabei. Komm ran! Ne, ist ja gar kein Fischerkutter. Das ist ein Transporter hier. Containerschiff. Hallo? Bin da mal weg? Jetzt lass ich verpissen! Ich will ja mal ganz in Ruhe das Schiff hops nehmen. Die Kamera, ey. Noch eine Kamera. Boah, ficken. Ja, irgendwann ein offener Spind. Da war der offene Spinn. Kann man das aber oben gleich nochmal droppen, ne? Renne hin und her. Hin und her und her und hin. Das ergibt doch gar. Nein, das wollte ich gar nicht. So, mach mal weg hier. Dankeschön. Ich mach! Lalalala. Eimer? Eimer, gib mal Eier ran. Keine Ahnung. Und wir crouchen. Aber ganz leise. Ja, ganz, ganz leise. Ja. Kann man mich überhaupt verstehen, wenn ich flüster? Leise sind wir. Ich kann mal ganz nach unten gehen, dann müsste ja theoretisch das U-Boot sein. Ah, hier. Engine Room, Lower Deck, Lower Deck. Ja, nee, ich glaube, da sind wir auf der falschen Seite. Ja, wir sind auf der falschen Seite, glaube ich. Oder ist hier das U? Nee, hier ist das U-Boot. Ich wusste die ganze Zeit, dass wir auf der richtigen Seite sind, also. Und jetzt machen wir ein Spind immer aufmachen oder vielleicht auch zwei. Eine Cola-Dose braucht eigentlich keiner. Ja, ganz im Ernst, die Flaschen braucht wirklich keiner, oder? Ich meine, die sind einfach nur dafür da, wegwirft die. Oh. Kaputt gehen. Und Krach machen. Das Monster woanders hinlocken, aber ich habe die noch nie irgendwie gebraucht. Was ist denn gerade? Haben wir hier schon, weil die Tür ist offen. Oder ist dieses Monster gespawnt? Oh, hier ist ein Radio. Du da, im Radio. Das kann man übrigens auch benutzen, um Krach zu machen, damit Monster dann dahin geht und die Tür aufbricht. Wo immer man die Tür aufbrechen muss. Flachteil. Machen wir mal aus hier. Ganz im Ernst, ich werde jetzt irgendwie mega. Oh nein, jetzt sind wir hier.
Und der Fette ist auch hier. Ey, lass mich doch einfach mal in Ruhe. Wo bist du? Komm, ich hau dich jetzt. Ich hau dich jetzt. Die Tür ist offen. Die habe ich definitiv nicht aufgemacht. Oh. Renntaste war wo? Okay, auf 0. Wieso ist denn auf 0 rennen? Das ist verdreht. Ich habe normalerweise immer anders. Oh, ich spiele mit Pfeiltasten. La 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 la. Warum mache ich das eigentlich? Warum spiele ich das denn? Könnte ich wieder Minecraft Mario Party bringen? Ich werde hierzu gezwungen. Nein, eigentlich nicht. Ich dachte, das ist gerade mal eine ganz gute Idee. Was ist das? Doch ein Radio. Wollen wir Party machen? Die Pumpe. Die Pumpe. Pumpe? Er hat mich gesehen. Renn, Junge, renn, 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 renn. Oha, nein, 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 renn! Hör auf, du hast ein Monster hinter dir! Ich guck nicht nach hinten, ich guck nicht nach hinten. Nein, 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 nein. Oh. Jetzt kann ich direkt an meinem Arsch. Keine Ahnung. Mein Herz, Alter. Alter, da rennt man doch einfach durch heißes Wasser durch, durch Dampf. Ist doch scheißegal. Oh, boah. Alter. Wir haben die Pumpe. Uff. Hoch. Mikrofon. Kommt der gerade von rechts? Bruder, lass mich in Ruhe. Alles gut. Ja, und ihr so? Ich hoffe, ich nehme auf. Also guck ich mal. Ja doch, ich nehme auf, weil wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde, würde ich mir richtig in den Arsch beißen. Läuft aber erstaunlich gut. Ach, man hat ja gar keine Hütte. Bedeutet das, er teleportiert sich gerade? No risk, no fun, ne? Irgendwo hat es richtig laut geknallt. Muss unbedingt mal diese scheiß Kamera da irgendwie verdecken. Ja, die nervt halt richtig hart. Die hat uns jetzt schon zweimal fast richtig verwohltätigt. Wobei das krass, wenn einfach das im Multiplayer wäre. Und einer das Monster spielen könnte. Holy shit, wäre das krass. Ja, hier irgendwo war doch hier diese Scheiß. Alle Türen offen, alles klar. Scheiß Kamera. Kein Kommentar von der Kamera. Ich hasse die Kamera. Da ist noch eine. Ich habe das abgeschlossen von der anderen Seite. Kamera guckt nicht. Die stopfe ich jetzt erstmal die Kamera. Hahaha. Aber man kann es mehrfach benutzen. Ich dachte, das geht nur für eine Kamera. Nice, nice. Der Scheiß ist high. Ich würde die Tür da wieder aufmachen, fällt mir gerade ein. Was ist denn das? Notiz? Nö. Unwichtig, also. Okay, fehlt jetzt eigentlich noch die
Hordel. Jetzt immer richtig pumpen hier, komm. Pumpe to the... Pumpe to the limit. Was gehört. Rechtsklick. Crouch, crouch, crouch. Wenn wir liegen die Sachen viel für das Teil hier auch direkt daneben. Das war ganz lustig. Fehlt nur noch die Korn. Oh mein Gott. Nicht schon wieder hier. Die Situation kommt mir sehr bekannt vor. Ich komme nicht mal in mein Badezimmer rein, wo ich gespawnt bin. Verpiss dich. Was hat er eigentlich mit der Rest der Besatzung gemacht? Ich meine, man sieht hier keine Leichen oder so. Gegessen. Oder über Bord geworfen. Oder beides. Oder einfach nur verprügelt und über Bord geworfen. Das geht natürlich auch. Und wieso wachen wir auf einem Klo auf? Ach, keine Ahnung. Da war wohl eine wilde Sauferei gestern. Schön Reisschnaps reingehauen. Ich weiß gerade nicht, ob das Geräusch lauter wird oder leiser. Das ist ein bisschen problematisch. Hier kann man sich auch drin verstecken. Immer das Ding aus meinem Gesicht. Bitte nicht zitieren. Das ist wie ein Hufeisen gerade. Und das ist mir so, what? Hier ist einfach gar nichts. Sieht auch interessant aus. Macht auf! Das wäre ein Raum, wo ich mich verstecken kann. Okay, dann macht er jetzt gleich die Tür auf. Oh, noch ein Kanister. Sehr schön. Jetzt haben wir alle drei zusammen. Was fehlt jetzt für den Helikopter? Noch eine Zange und der Schlüssel. Oh, der Schlüssel. Licht. Mal, damit ihr überhaupt was seht. Mal so, ne? Meine. War mir nämlich bei der letzten Folge aufgefallen, als ich das hier nicht gemacht hatte, dass es viel zu dunkel war. Hab dann schon die Grafik ein bisschen heller gestellt, weil eigentlich war das Gamma auf 25%. Oh, Waschmaschinen! Aber die haben aber kein Kalkon benutzt und würden die länger leben. Merkt euch das, Kinder. Waschmaschinen leben länger mit Kalkon. Bezahlte Werbung? Nein, leider nicht. Hallo? Da hinten? Alles klar, da war er gerade wieder. Der hat nämlich gerade schön die Tür aufgebrochen. Wir sneaken jetzt ganz langsam darum. Da gehen wir nicht auf den Sack mit dem Teil. Wir müssen versuchen, an ihm vorbeizukommen. Komm, schaffen wir noch. Ja, haben wir geschafft, sag ich doch. Oh Gott, er hat mich gesehen. Nein, 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 wieso hat er mich gesehen? Ich hab doch gar nichts gemacht, Mann. Lass mich einfach in Ruhe. Mach auf hier. Oh Gott, wo sind wir? Sackgasse. Maschinenraum.
Geil, hier würde ich schon immer meinen. Wenn das jetzt offen ist. Mach Tür zu, Junge. Abschließen. Und irgendwo verstecken. Und rein hier. Rein hier, Junge. Und zu machen. Und zu. Licht ausmachen. Sicherheitshalber. Und schon mal das Teil rausholen. Das im Hintergrund ist gerade übrigens meine Atmung, die man gerade hört. Heißt, als ob ich nichts Besseres an einem Donnerstagmorgen zu tun hätte. Nehmen wir das mal heute Mittwoch. Ja doch, erst am Mittwoch. Nein. Nein. Der ist gerade hier im Raum drin. Nein. Weg mit dir. Die Musik ist auch noch an, das heißt, er hat uns immer noch auf dem Schirm. Also er sucht uns zumindest noch. Nein, 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 nein. Weg mit dir. Nein, geh weg. Nein, nein. Pfui. Pfui. Ich glaube, ich hier eine Ketchup-Flasche. Egal. Bin hier gerade irgendeinen neuen Tab gekriegt? Helikopter, haben wir noch nix. Da, warte mal. U-Boot haben wir hier. Store Power. Da, was ist denn da? Ja, wow. Das machen wir. Ne, genau. Wird nur noch hier die Kettenrolle hier. Der war ja noch nicht dran. Ist ja langweilig. Gucken, wo er ist. Hallo. Und wir runter. Der ist über uns drin. Da oben ist er. Da rennt er. Er kommt. Nein, nein. Oh, er ist nicht reingekommen. Uiuiui, Otto. Verpiesel dich, verpiesel dich. Also habe ich jetzt mitgenommen, okay. Habe ich das gerade mitgenommen oder habe ich das immer noch im Inventar von irgendwo anders her? Habe ich glaube ich von irgendwo anders her immer noch im Inventar, ne? Man kann die ja auch anzünden, die Viecher, ist ganz cool. Aber man kann die halt, glaube ich, nicht töten. Also, soweit ich weiß, kann man die nicht töten. Das haben Fabian und ich mal ausprobiert gehabt, als ich das Alien irgendwo festgebackt hatte, haben wir den mit Benzin übergossen. Oder wie heißt das Ding? Gasolin. Und angezündet, aber da ist nicht wirklich viel passiert, außer dass ich dann irgendwie gestorben bin. Jetzt gerade irgendwo irgendwas aufgebrochen. Du guckst hier nicht rein. Okay, bereit machen zum Rennen. Let me alive. Oh, schöne Finger habe ich. Alter, was ist mit seinem Hand? Was ist mit seinem Hand? Guck mal, mit dem kleinen Finger da. Der geht unter dem kleinen Finger übelst der fette Schwobbel nach rechts. Nach links. What the fuck? Das hab ich nicht. Hab ich auf der Hand? Nee, auch nicht. Kann man so aufkommen? Noch wenn man so richtig auf den Boden drückt, dann eventuell. Ja, doch, es geht. Das sieht trotzdem komisch aus. Er ist über uns in die Tür rein. Okay. Normalerweise würde ich das jetzt hier aussitzen. Oder ist er sehr langweilig fürs Video? Da oben hat man ihn, glaube ich, gerade gesehen. Er ist direkt über uns, ja. Das war unsere Tür.
jetzt direkt vor uns. Nimm den anderen Spind. Schupfe auch bitte, aber nicht meins. Verpiss dich wieder. Er ist direkt über uns. Du stehst direkt vorm Fenster. Oh mein Gott, Alter. Das ist das Telefon. Er hat uns natürlich aufgebaut, sag ich ja. Warum immer so seitwärts leider. Da bin ich immer ein bisschen mehr sicher. Rückwärts ist zu langsam. Oh nee. Ich will hier nicht sein. Ich will einfach ganz woanders hin. Was wollen wir jetzt machen? Die Dinger hier erst nochmal rausschmeißen hier? Das ist eine ganz gute Idee. Wir kommen hier nicht weiter. Schon mal schön. Die Maschine jetzt wieder direkt auf ihn zu. Das ist etwa eine Treppe, die ich gesehen habe, wo ich eigentlich hin wollte. Schon schön. Schon schön, ja, ja. Doch. Doch, doch, macht Spaß, ja. Ich höre ihn schon wieder. Fett und hässlich. Oh, er hat die Tür nicht. Ich hab's nicht reingeschmissen bekommen. Kacke. Das ist dann nebengefallen. Oh Mann. Aber jetzt hier irgendwo war noch eine Kamera hin, ne? Das sind auch richtig Nervtypen da. Machen wir mal gleich auf. Da. Okay, die sind ein Radio. Ich hab komplett zum Inventar. Ist da irgendwas Interessantes drin? Da, ja. Da ist die Zange. Da setze ich gerne mal eine Fuse ein. Und Hebel. Activated. Was hauen wir raus? Wir haben sogar einen Platz mit dem Sack. Oh, hier kann man sich sogar verstecken. Ne, wir gehen in den Hinteren. Oh, sei doch mal leise, Mann. Security Room. Können wir den verschließen irgendwie? Nee. Wow, letzter Security Room. Aber wir sind schön aufgeräumt, muss man mal ganz ehrlich sagen. Aufgeräumt ist es. Sind das jetzt nur Bilder oder ist es das, was wirklich. Kann man den da ausspionieren? Okay, egal. Wir gehen weiter. Oh, ist das wohl sehr leise. Hier ist genau bei uns ums Eck. Ich denke, ich verreck. Oh naja, Uhr, toll. Doll. Ja, sicherheitshalber stellen wir uns hier nochmal hin. Ja, sorry, wenn ich sowas öfters mal mache, aber das ist halt. Ja, wir können auch risky machen. Verstecken uns jetzt hier krass unter dem Tisch. Ich kann den hochheben. Kommt der niemals rein. Denke. Der Mann ist das so rum. Komm mit. Genau so wollte ich das. Hallo? Yep.
Raum ohne Versteckmöglichkeiten. Toll. Ganz toll. Was haben wir hier? Kitchen. Ganz kitschig. Die Sprüche werden heute auch nicht mehr besser, Leute. Glaubt mal. Das dauert wieder so lange, es zu schneiden, Mann. Kein Bock. Oh, ach, hier sind wir wieder. Ganz in der Nähe. Ich weiß noch nicht, wo. Oh, die Kamera bewegt sich auch gar nicht mehr. Moment, kann man den hier am Fenster zum Beistapfen sehen? Nee, schade, aber lustig wäre es irgendwie. Oh, toll. Hier waren wir noch nicht dran. Ist was Tolles? Nee. Ich bin, glaube ich, auch wieder irgendwo eine Scheißkamera. Nee. Sector clear. From the... Auf hier. Warum ist Rennen auf 0 und nicht auf Steuerung? Kann nämlich nicht einfach, oder? Nee. Moment mal, Rennen ist auf Steuerung. Ich bin aber nur retardet. Ah, die liegen auf der Patchen, Leute. Lass mal hier droppen. Dann können wir das hier schon mal machen. Das ist lang sehr, sehr leise. Mach es kaputt! Mach kaputt, Junge. Da reingehen und sich verstecken dann? Oder die Tür wieder zumachen? Es geht! Gute Fette hier rein! Hoch. Das ist immer ein Problem. Aber es geht! Hallo! Hallo. Irgendwo so. Oh, Maschine sein. So eine Befüllungsmaschine. Macht die erstmal alle auf? Oh, man nimmt das hier nicht mehr. Was ist das? Ist das leise, Gott sei Dank. Ja, da war die Maschine, aber ich guck mal, vielleicht liegt hier noch ein Schlüssel drin. Ne, wäre auch zu schön. Kann man den irgendwie hinterbacken, dass man dann da safe ist? Nee. Ich weiß nicht, ob ich das machen will. Oh, mein linker Arm, mein Bizeps. Oh, er brennt. Mein Bizeps brennt. Da muss das rein. Machen wir mal gleich. Rein damit. Das leer? Ja. Man braucht nur zwei. Wo ist jetzt der Unböppel-Dings da? Da ist der Unböppel-Dings da. Dann drehe ich mal hier mal. Oh. Es dreht sich selber, okay. Dran da und go. Task complete. Zack. Hä, warum geht denn das nicht? Fuel ist doch voll, oder? Jetzt müsste ich hier mal Zeit haben, um einen Task zu lesen. Helikopter. Unlock Helikopter Door. Ey, müsste doch jetzt befüllt werden, oder nicht? Man geht es erst, wenn ich ihn aufschließe. Darf man dafür nichts in die Hand haben. Oh Gott. Jetzt können sie noch.
Hab ich gesagt, das ist ganz nah. Er hat uns nicht gesehen, oder? Tschüss, du Wichser. Wichser sagt man nicht. Nein, geh da runter, Mann. Oh. Problem ist, wenn hier was... Oh, hallo, U-Boot. Ne, da brauchen wir nicht rein. Nächster Plan. Haben wir hier alles durchsucht? Wir müssen uns jetzt... Ne, sag jetzt nicht. Weil letztes Mal, als ich gesagt habe, wir gehen das jetzt organisiert an, wurde ich sofort weggehauen. Aber ja, das möchte ich sagen. Also, ihr wisst, was ich meine. Was war das? Hallo? Treppe. Jetzt müssen wir noch so einen scheiß Schlüssel finden, ey. Der kleinste Gegenstand im Spiel, ey. Mann, wo kann der sein? Wo kann der sein? Er hat hier nicht im Lagerraum. Was macht der Schlüssel im Lagerraum? Das Problem ist ja, die Dinger spawnen ja zufällig. Hier sieht es mir nirgends nach dem Eingang aus. Ich würde gerne mal den Lagerraum hier mit durchforsten. Von Forsten, ich mag durchforsten. Macht so, Junge. Und in die Knie. Gejuckt. Das nehme ich gar nicht. Radio. Radio nehmen wir mal mit, weil das können wir da hinten wieder nochmal versuchen, die Tür reinzuschmeißen. Hier gehen wir dann mal. Machen wir dafür jetzt. So, ja. Mega krasse Animation. Ja. Ich höre den doch schon wieder. Warum? Nee. Man müsste Licht anmachen, damit ihr was seht. Nee. Oh, ist das gruselig. Ich konnte gerade mit interagieren. Guck mal, ich kann damit interagieren. Da sind ganz viele. Nein, da ist schon Lampi. Lampi. Oh, Bier. Spring hoch, Junge! Hoch, oh, renn, weiter, und hoch, und hoch da, und da kommt er! Und renn! Renn, Junge, renn, er hat sich verloren. Also, weil die Musik ausgegangen ist, denke ich mal, er hat sich verloren. Gehen wir wieder zurück. Ja, war ich gerade in der Nähe. Licht. Hallo? Alter, hier ist aber echt durchmarschiert. Oh, hier hat er so einen kleinen Rage gekriegt, einfach mal schnell durch hier die ganzen Dinger durch. Ah, hier waren wir vorhin schon lang gesneakt. Ich erinnere mich an die Kalkon-Waschmaschinen. Aber krass, was so ein Jingle bewirkt, ne? Sobald man Waschmaschinen sieht, der hat man gleich so Waschmaschinen leben länger mit Kalkon im Kopf. Also ich zumindest. So nicht, wie es euch geht. Gucken wir hier mal. Ah, hier waren wir noch nicht. Okay, gut. Hier geht's nicht lang. Okay, gut. Hier ist nichts. Nicht gut. Hier wollen wir hier nach unten, weil, wie gesagt, hier waren wir ja noch nicht. Drauf. Oh, schön. Da ging noch wieder was zu interagieren. Ach so, hochklettern geht wahrscheinlich zu interagieren. Interagieren. Und hier wieder den Karton landen. Das sind sehr harte Kartons, deswegen kann man da gut drauf landen. Okay, aber ich glaube, hier ist nichts mehr, was, ja. Wir haben garantiert nicht alles hundertprozentig durchsucht. Aber hier ist, glaube ich, erstmal nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Gucken wir hier nochmal. Oh, die Taschenlampe fängt an zu flackern, das heißt, die Batterie ist bald alle.
Okay, hier sind wir letztes Mal hoch. Haben wir noch Knicklichter? Nee, scheiße. Wo war die andere Taschenlampe? Hier kann ich die Taschenlampe wieder ausmachen. Ey, ich sehe schon jetzt das rote Licht da vorne. Oder hinter mir. Wo ich gerne mal hin würde, wollen würde, wäre der Maschinenraum, weil da kann ich mir den Schlüssel auch ziemlich gut vorstellen. Also wie gesagt, die Items droppen komplett random. Die können also überall sein, aber das ist für mich so das Logischste. Da würde ich halt mal nachgucken. Auch wenn es eigentlich unlogisch ist, weil hier gibt es keine Logik. Ich habe es noch nie geschafft, gegen den Fetten zu entkommen. Warte, wo war jetzt hier die Tür? Die war unten, oder? Die war hier unten. Können wir da nämlich nochmal mit dem Radio ein bisschen Spaß haben. Spaß, Spaß, Spaß! Übelst am Sabbern gerade. Hier war das U-Boot. Was war das denn? Hat sich angehört wie bei Ark, wenn man Hunger hat. Fürs U-Boot haben wir noch gar nichts gefunden. Also U-Boot wird wahrscheinlich jetzt schon mal ausscheiden. Was wir gerade als Option haben. Was wir jetzt Option haben momentan ist Helikopter oder Schlauchboot. Schlauchboot, Schlauchboot, Schlauchboot. Ich brauche doch nur noch den Schlüssel, Mensch. Oder die Rolle. Ich weiß halt gar nicht, was länger dauern würde. Ich glaube, der Helikopter wäre in unserer Situation gerade das Einfachere. Weil Schlauchboot macht noch ziemlich viel Krach, weil man muss es erst ins Wasser lassen. Oder auf Einsteighöhe bringen. Keine Ahnung, wie man da ins Wasser kommt, aber hey. Okay, hier kommen wir wieder raus. Wenn jetzt in der Ecke steht. Okay. So, da sind wir wieder. Und ich frage mich echt, warum ich den noch nicht betanken kann. Ich glaube, das ist. Muss ich hier erstmal. Der ist schon gezogen. Muss den ja eigentlich jetzt nur bewegen. Oh, oh, Gott sei Dank habe ich es gerade nicht aktiviert. Uiuiui. Otto. Am Ende fliegt der mit dem Heli weg. Das wäre auch irgendwie lustig. Oder ich entkomme mit dem Schlauchboot und er fliegt mit dem Heli hinterher. Richtiges Problem kriegt man, wenn das Schiff hier irgendwann mal auf Land drauf. Ups, gerade gegen das Mikrofon gehauen. Hallo. Ich bin der Felix, ich würde gerne mal durch. Die Aufnahme geht ja nur 10 Stunden lang bisher. Das geht ja noch, das geht ja noch. Aber wenn man hier runter geht, dann kommt man ins Maschinendeck da. Die Tür ist schon offen, da waren wir schon drin. Die Tür ist offen, da waren wir auch schon drin. Oder er. Da sieht man uns aus. Okay, das ist die Ecke. Gut. Die kenne ich ja inzwischen. Dann gehen wir mal eine Etage höher. Ich weiß jetzt nicht, ob der oben oder unten ist. Oder auf derselben Höhe. Oder gerade hier lang gerannt ist. Aber hier haben wir uns noch gar nicht umgeguckt. Security. Oh, Tüte. Hier ist noch garantiert ein Schlüssel. Der Schlüssel, Tatsache! Okay, okay, jetzt haben wir es fast. Wir sind noch zurück zum Heli. War gerade, habt ihr ihn gesehen? Er hat zumindest den roten Schein gesehen. Da ist eine Kamera. Ich glaube, er geht jetzt gerade nach oben. Oh.
Meine Pumpe geht gerade richtig hart. Will das jetzt nicht hier der Düsenzeug sein? Hier ist das Düsenzeug. Wir können auf die andere Seite tingeln. Mache ich jetzt aber gerade nicht. Wir haben den Schlüssel, wir haben den Schlüssel! Oh Mann, wird das jetzt der erste Run, den ich schaffe? Gegen den Fett. Habe ich den Schlüssel? Ja. Jetzt kann ich den Kantete füllen, oder? Ja. Ich höre den doch. Ey, der war uns direkt am Arsch schon wieder. Also gut, der befüllt jetzt da oben in Ruhe. Ja? Wenn er uns jetzt kriegt, dann den installiere ich. Damit da oben wird jetzt in Ruhe befüllt. Nein, 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 weg, 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 dankeschön. Oh, meine Pumpe! Wir warten einfach jetzt in Ruhe ab, bis der, bis ich glaube, ja, jetzt ist er voll. Oh nein. Wir warten, bis der sich verpisst und dann gehen wir zum Heli, wir machen es jetzt safe. Den Spind neben uns. Er rennt einfach weiter. Scheiß auf safe. Ich gewinne das jetzt. Rein mit dir, Jungen! Rein! Ist doch voll. Rein! Was macht er denn jetzt? Rein da! Hä? Wieso klappt das nicht? Was müssen wir jetzt noch machen? Was müssen wir machen? Wieder rein. Ich will hier rein. Was müssen wir jetzt noch machen? Helikopter. Nein! It was unable to keep the monster away from the fuel pump and it was being destroyed. I will need to find another way off the ship. Nein! Warum? Ich wusste das nicht. Mann, oh, fick dich. Jetzt hat er die... Kann ich das nicht jetzt nochmal aktivieren? Och, nö. Och, nö! Nö! Finde ich kacke jetzt! Das Blödchen dafür, komm her. Doch nicht. Nein, ich hab's mir anders überlegt. Was ist denn da wieder hinten? Ich hab das Gefühl, da hinten ist diese scheiß Kurbel. Er hat den Spinnen neben uns kaputt gemacht, ne? Ihr seht es. Der hat die Pumpe kaputt. Ich wusste das wirklich nicht, dass er die Pumpe kaputt. Ups. Dass er die Pumpe kaputt machen kann, Mann. Hätte ich jetzt gewusst, wäre ich jetzt hier einfach mit ihm im Kreis gelaufen. Hätte mich nicht versteckt. So eine Kacke. Och, Mann. Ah, wie kann man so unlucky sein? Eine falsche. Ich bin auf der falschen Seite. Ich wollte hier nicht rein. Och, komm, jetzt ist alles kacke jetzt. Kann man nicht mit halbem Sprit noch fliegen? Aber es war ja wirklich zur Hälfte gefüllt. Umso ärgerlicher für mich, finde ich. Warum jetzt die Kurde, Alter? Den Kurden. Wo ist der Kurde? Ist die da drin? Wir haben auch keine weitere. Ne, wir haben auch keine weitere. Fuel. Alter. Der ist schon wieder direkt bei uns. Okay, ich versteck mich. Ich dachte, wir haben das jetzt gleich geschafft und na. F-
Fick dich! Mann. Ihr findet es wahrscheinlich lustig. Ich finde es nicht so lustig gerade. Hey, kann er dann gegebenenfalls alle Sachen zerstören oder nur den Helikopter? Pass auf, am Ende kommen wir mit dem U-Boot. Das, wofür wir noch gar nichts gefunden haben. Was braucht man denn da eigentlich? Schweißgerät braucht man da? Batterie? Und nochmal, eine weitere, genau, eine weitere Sicherung. Ich hab gerade die Augen zugemacht, weil ich nachdenken musste. Mach die Augen auf und seh das hier. Nein, Alter, komm! Wo bist du her? Aber boah, das ist ein geiler Arsch, nein. Mann! Aber ich weiß es halt für die Zukunft. Ja, nächsten Runden werden besser laufen. Der Geist kann das nämlich nicht, glaube ich. Oder? No risk. Fun, habe ich doch gesagt. Sackgasse. Hier waren wir noch nicht. Krass. The show must go on. Arsch. Wo war der jetzt? Schon wieder hier, Mann. Oh, hier waren wir noch nicht. Irgendwas Tolles. Jetzt würde ich voll gerne laden, Mann. Ich bin jetzt nur noch so halb motiviert. Kacke. Jetzt ein bisschen schneller voran. Hier war nichts, das wissen wir ja bereits. Alter Schnappes. Achso, doch. Nee, ist kaputt jetzt. Ist kaputt jetzt. Hier oben waren wir noch nicht, oder? Weil das Ding hier wechselt ja keiner was. Können wir mal anmachen, hier knicklicht. So schön. Nochmal? Okay. Haben wir jetzt auch noch nicht, also scheinbar. Brauch jetzt die Kurbel, Junge. Aber hier machen wir auch noch nicht. Knicklicht, immer random. Komm her, gib mir. Jetzt brauchen wir die ja wirklich, weil jetzt haben wir uns keine andere Lichtquelle. Das ist garantiert ja wieder hinten im Hauptabteil. Ich habe da so ein Gefühl. Wir rennen jetzt auch einfach mal wieder rüber. Wir gehen eine Etage höher, aber da ist der hoffentlich. Okay, hier kommen wir auch irgendwo hin. Kommt richtig schön mit Lärm runter. Runter! Jetzt wäre hier wieder, wow. So weit runter wollte ich eigentlich gar nicht. Da ist die Zange wieder. Seitenschneider auch genannt. Da schnappt er einfach mal her. Der Typ ist gerade auf der anderen Seite. Glaube ich. Maus hier. Nicht getroffen. Krass. Money the other way to escape. Arschloch. Können wir den irgendwie reparieren? Ne, wahrscheinlich nicht, oder? Ja, und die Hälfte hatten wir von dem Tank drin. Oh Mann.
mal die Kamera hier. Ja, irgendwo eine Kamera da. Oh. Oh, hier waren wir noch gar nicht. Hallo, bin der Felix. Würde gerne jetzt die Kurbel mitnehmen. Hallo? Keine da? Okay, gucken wir weiter. Da geht's raus. Okay, ich will ja nicht unbedingt raus. Oh, nicht zu ran. Die Mac Speck, Alter, verpiss dich. Ich höre dich doch schon wieder. Mensch, ich bin taub oder was? Okay, aber ich glaube, die Etage haben wir ganz gut ausgeleuchtet erstmal. Guck mal hier oben. Oder unten ein Maschinendeck. Das kann natürlich. Was? Oh. Das geht. Wusste ich auch nicht. Wir gucken weiter. Wir lassen uns davon gar nicht behelligen. Security. Der Boden ist. Eieruhr. Genug. Den schieben wir mal nicht ein bisschen weiter auf. Dann kriegt er uns nicht. Da. Ach du meine Güte. Gut. Morgen. Genau, können wir ihn noch nie angucken. Ih, der ist richtig eklig. Hier ist so ein halb Mensch-Ding. Ne? Der guckt unter den Tisch. Hallo. Der auf, Junge, und sprüh ihn an. Und sprüh ihn an. Irgendwas gebracht. Das hat tatsächlich was gebracht. Wir haben verloren. LOL. Hörst du jetzt mal auf? Geh doch mal weg jetzt. Boah, das ist eine ereignisreiche Runde, möchte ich sagen. Also Thumbnail habe ich schon mal. Die uns einfach rausgezogen hat, so. Ach, guck mal, hier, ja, Junge. Wie lange nehme ich jetzt eigentlich schon auf? Garantiert schon. 2 Stunden, ne, 1,5 Stunden. Oder, warte mal, ich gucke einfach mal schnell hier. 1 Stunde 9 Minuten, um genau zu sein. Der Stuhl hat scheinbar nicht viel gebracht, by the way. Ist die zugeklebt? Die ist zugeklebt. Die ist zugeklebt. Geht mal nach ganz unten und durchsucht nochmal den Maschinenraum. Freund. Lal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 
Der ist ganz nah. Ih, was ist das denn für ein Bild da hinten? Mit der komischen Hand hier, da wo ich gerade aufzeige. Oder kenne ich da irgendwie was anderes, als es eigentlich ist? Jetzt geh doch mal weg hier, husch! Kusch! Hinfort von diesem Ort! Hinfort! Hier ist wirklich nichts drin. Geh! LOL, die habe ich noch nie gefunden. Sound, Stopp und Anzünden. Die habe ich... Warum läuft das so? Das habe ich bisher noch nie gefunden gehabt, wirklich. No joke. Da wäre doch irgendwas Nutzvolles drin, aber ich habe keine Ahnung, wie ich es verwenden soll. Oh, schön. Dann gehen wir mal weiter. Gehen wir doch nicht weiter. Was soll ich mit der machen? Ich kann ihn damit anschießen wahrscheinlich. Kann ich damit einfach so in die Luft schießen und dann war's das? Oder muss der Fels noch Muni finden, oder? Jetzt gehen wir auch weiter, oder? Jupp, ab in den Maschinenraum. Maschinenraum, das wäre ein Traum. Ah, ja klar, unten gibt's doch das Telefon. Wahrscheinlich zu einem bestimmten Moment muss man dann da beim Telefon, also muss man da oben gehen und hier Agent in Gefahr, ne, keine Ahnung. Muss man da halt das Ding da drücken. So, hier ist doch jetzt der Maschinenraum, gell? Hier nicht. Gehen wir mal da lang. Dann sind wir nicht rennen, oder? Aber was steht da auf meinem Shirt? Warte. Was steht da? Man kann es leider nicht lesen. Ich würde es voll gerne lesen. Der kommt schon wieder die Treppe runter. Der weiß ganz genau, wo ich bin. Also ungefähr. Das ist voll gemein. Ja, Maschinenraum. Bitches. Das ist ein Spind. Das ist ein Spind. Da kann man sich verstecken. Oh. Das ist übrigens die das Schweißgerät für das U-Boot. Telefon. Puh, ich glaube, ich probiere das neue einfach mal aus. Ich schieße damit mal in die Luft. Vielleicht passiert da irgendwas. Das ist ja so ein Instant-Win. Ich meine, es kann ja mal was Positives für den Spieler geben. Ne? Es kann ja nicht mal nur positive Sachen fürs Monster geben. Hier ist sehr viel gar nichts. Aber gucken wir uns jetzt hier mal in Ruhe um. Doll. Cola-Flasche. Ganz doll. La, hier waren wir schon mal drin. So sieht das mir hier aus. Tralali, tralalu, tralalalalala. Tralalalalala, falalalala. Hier ist auch nichts, das finde ich wunderbar. Nicht. Was geht hier unten so? Auch nicht. Oder noch mehr Benzin, Alter. Ich sag Benzin dazu, auch wenn es gar so no so ist. Was? Wo? Hä? Wo? Ich hab nichts gemacht! Mich kriegst du nicht, du Arscher. Mich kriegst du nicht. Vielleicht auch doch. Guck mal. Da war irgendwas Teil, was wir gesucht haben. Nein, da! La. Da war die Kurde übrigens unten gerade. Ich habe sie gerade gesehen beim Reinlaufen. Nicht meins. Das ist, du machst nicht meine Tür auf, oder? Der steht direkt vor unserer Tür gerade. Verpiss dich jetzt, aber sofort. Ja, so sag ich deiner Mutter. Sag ich viel zu oft, verpiss dich. Verzieh dich. Husch. Nein. Nein, komm, du willst das doch gar nicht. Nein. Guck mal, wir reden da vernünftig drüber, ja? Siehst du? Man kann mit Vernunft kommen, ja? Ist ein schlauer. Ja, bist ein schlauer, ja. Ganz schlau. Ich werde es einfach so droppen, weil es brauche ich nun wirklich nicht. Hallo, oder schießt du auf dich? Auf dich.
Der ist oben gerade. Wie kommt man hier hoch? Also in die nächste Etage. Ups. Guck uns mal um, vielleicht ist das Schlauchboot. Na, also. Ich will jetzt echt gerne mal an dem vorbei. Also hier haben wir noch eine Versteckmöglichkeit, falls er uns folgt irgendwie. Da ist der Aufweg. Kann natürlich nicht direkt bei uns sein. Ist so einfach dann. Der ist eine Etage über uns. Boah, das ist ja gemein, das ist eine Sackgasse, oder? Nee, hier kommen wir rum. Jetzt hier dann höher, direkt bei uns. Der Nevara. Direkt über uns, weil es ist ja auch eine Treppe. Geht die Treppe runter, er geht die Treppe runter, sehr schön. Muss ich noch eine Etage höher? Geht's denn hier noch höher? Da hinten, wow. Ich hoffe, er ist unter uns. Sieht aber gut aus. Jetzt extra schön leise. Okay, dann die Kohle, dann da, dann wieder runterrennen und go. Ich gehe gerade den Plan durch, ne? Nicht wundern, was ich hier gerade laber. Bin sogar auf der richtigen Seite dafür. Wir müssen jetzt quasi ganz nach oben. Kohle einbauen, schnell rüberfahren, die ganzen Sachen. Einhaken in das Teil. Wieder zurückfahren, runterlassen. Einsteigen. Das ist der Plan jetzt. Sind wir auf der richtigen Etage. Etage. Wird jetzt richtig schön laut werden, Leute. Freut euch schon mal drauf. Das wird schön. Da wird das schön. So. Na dann. Ein Down. Junge. Up, up, right. Zwei Etagen, soweit ich weiß. Go. Ja! Errungenschaft, well done. Haben wir es geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Oh. Ich habe noch nie gegen Fetten gewonnen. Mal gucken, was jetzt von der Endsequenz kommt, ey. Oh, meine Pumpe gerade. Oh, Alter. Oh.
Easy, gar kein Problem. Oh ja! Gewonnen, gewonnen, la 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 la. Na, kommen die Credits, die sind so wunderbar. Boah, meine Puppe gerade, ne? Richtig am eskalieren. Weil er kam halt wirklich gerade, ne? Das hat richtig gut gepasst mit der Videosequenz. Er kam ja, also Videos ist ja eine Bildsequenz letztendlich. Aber er kam ja wirklich direkt hinter uns gerade die Treppe hoch und ich bin da schnell gespurtet, du, und dann. Ja. Wir haben es geschafft. Easy. Gar kein Problem. Zweiter Anlauf. Easy. Also zweiter Anlauf im Sinne von Helikopter hat er kaputt gemacht. Also, ja. Boah, das erste Mal gegen den Fetten gewonnen. Das fühlt sich richtig schön an. Was ist jetzt los hier? Press any key to skip. Alles klar. Gut, das war's mit einer weiteren Runde Monstrum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also mir hat es auf alle Fälle gefallen. Es hat mega Spaß gemacht letztendlich. Und es war mega aufreibend. Nervenaufreibend. Ich brauche jetzt erstmal eine Valium. Nee. Ja. Gut. Dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Beim nächsten Samstag-Video, was ich da auch immer mache. Ja, Videos von den anderen braucht ihr nicht gucken. Hier bei Fabian und Anton. Die sind alle kacke, aber meine Videos, ja? Nein. Gut dann. Also, haut rein. Schönes Wochenende noch. Und ciao.